Hallo Freunde, nach da bin ich wieder, euer Sanu mit einer neuen Folge Surviving Aftermath. In der letzten Folge haben wir diese wunderschön anmutende Sturmkuppel errichtet. Da willst du nicht drin sein. Aber hey, ist die Apokalypse. Die Leute wollen Unterhaltung haben. Und wir haben auch auf der Weltkarte ein bisschen weiter gekämpft, gescoutet, geplündert, beziehungsweise sind jetzt gerade am Plündern. Und ein Meteoritenschauer steht kurz bevor. Ja, da müssen wir aufpassen. Das heißt aufpassen, wir können es eh nie ändern, wo es einschlägt. Aber wir müssen dann halt per Micromanagement reparieren, weil wir die ganzen Instandhaltungswerke keine gebaut haben. Ich überlege gerade, wollen wir ein paar Instandhaltungswerke reinzimmern? Im Grunde genommen können wir es uns leisten. Was braucht man für die Instandhaltungswerke? Es sind ja ein paar Flecken in der Kolonie frei geworden, weil wir einfach Schürfzüge zum Beispiel abgerissen haben oder auch die medizinischen Zelte, die mitten im Zentrum standen. Muss jetzt erstmal überlegen. Ja, theoretisch müsste es hier sein, oder? Denkst du? Dann, ja, eine Produktionsstätte ist es auch nicht. Aber da ist es. Ein Standhaltungswerk. Kostet 70 Bretter und 65 Blaster. Na kommt, was soll's. Dort, wo ein bisschen Platz ist, bauen wir es halt hin. Beziehungsweise, wir bauen es halt dahin, wo es oft benötigt wird. Und oft benötigt wird es hier bei diesen Stellen. Dass da was dekontaminiert muss, werden muss. Ist eine gute Stelle. Da müssen wir aber noch ein bisschen eine Straße hinbauen. Jawohl. Und hier unten waren die Medizinzelte. Halt, wo waren die? Hier ist das. Bauen wir hier noch ein Instandhaltungswerk hin. Jo. Ach, und wir hatten den Ingenieurslager gebaut, ja, für das Ökosystem, dass das ein bisschen schneller vorhanden ja, vorangeht. Instandhaltungswerk? Nee. Das war's. Aber jetzt so eine festlegen, naja. Ist schon okay, ja. Wir können es ja noch. Also die Felder müssen ja nicht instand gehalten werden. Wenn wir das ein bisschen hier in die Richtung schieben, wäre das schon okay. Und das zweite Instandhaltungswerk. Nee, das ist ein Sägewerk gewesen. Hier ist es. Muss ja das Zentrum halt, ja, kommt, mach mal so. Und wo ist das dritte jetzt? Ach, hier oben. Das werden wir mal, ja doch, auf unser Industriegebiet, unsere Hightech-Fabriken hier drauf machen. Die Arbeitszone. Verschmutzung ist aufgebraucht. Dann machst du dich mal bitte Umweltstation hier ran. Spezialisten sind einsatzbereit. Damit meinen die wahrscheinlich den Belo, oder? Ah nein, Dragon. Dragon hat wieder was gescoutet. Er scoutet. Kann sie gleich mal weiter scouten. Jodtabletten, ja, das. Wir können es halt mitnehmen, aber wir haben so viel Jodtabletten. Da können wir einen Handel mit aufmachen. Schaut mal, 325. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Naja, mal gucken.
Schaut mal, wird sogar einiges repariert, da musste einiges repariert werden. Schutzräume haben wir 14. Wir bauen uns mal noch hier so ein Häuschen. Da hinein. Jo. There's a new quest available. Neue Quest verfügbar. Urbaner Okkultismus. With large-scale food industry in ruins and diseases running rampant, major cities were eventually evacuated or abandoned. Angesichts der zerstörten Lebensmittelindustrie und vieler grassierender Krankheiten wurden die großen Städte nach der Katastrophe evakuiert oder verlassen. Heute erinnern ihre grauen, obeliskenähnlichen Bauten auf grausame Weise an die vergangenen Ereignisse. Strahlungsinseln und umherstreifende Banditen, die auf der Suche nach leichter Beute sind, machen sie noch gefährlicher. Aber es lohnt sich, sie zu plündern. Deine Kundschafter sind der Meinung, dass es eine unweit der Kolonie gelegene Stadt ein Besuch wert wäre. Suche die zerstörte Stadt auf. Können wir uns angucken? Im Moment sind alle Spezialisten aber beschäftigt. Südlich von Sahadum gibt es da so eine Stadt. Ja, wir sind so gut eigentlich ausgerüstet. Wir können da die Bonnie hinschicken. Meint er nicht auch? Ja, kommt. Machen wir. Also unsere Kolonie wird gut verteidigt. Ja, kommt, wir machen's. Gute April wurde geboren. Finde ich übrigens ein richtig, richtig spitzenmäßiger Name. April. Das zweigeschossige Haus ist gebaut worden. Dann lass es uns mal upgraden. Feinde wurden besiegt. Da oben im Norden. 113 Silbermünzen sind die unsrigen. Antibiotika, das lohnt sich definitiv. Sie bekommt 5x Schaden. Und 5 Schaden sind 25. Mach das mal bitte. Er soll das dort erspähen und er kann das da unten erspähen. Belor ist im Auto und wartet. Ich glaube, so viele Komponenten hatten wir noch nie, oder? 149. Wahnsinn. Auto ist repariert. Team erstellen und das schicken wir das Team, das Ein-Mann-Team hier unten hin zu der Stadt. What do we have here? Ich glaube, wir kennen das. Das Event, ich lese euch deswegen mal nicht vor. Oder? Kennen wir das? Doch, ich glaube, wir sollen die. Doch, wir hatten das, glaube ich, schon mal. Naja. Wir schleichen uns an die Ausrüstung heran. Wir sind ein Kämpfer oder beziehungsweise eine Kämpferin und können und deshalb das hier auswählen. Greife dir die Waffen und die Medikamente. Machen wir. 5 Level 2 Waffen und 20 Antibiotika. Ja, sag's nicht. Quest complete. Quest komplett, das ging fix. Dann zurück wieder mit dir, Bonnie, zum Auto. 96%. Wir kommen mit ein bisschen Glück noch diese Folge auf 100. Ich bin gespannt, was dann folgt.
Beheiztes zweigeschossiges Haus ist fertiggestellt. Super. Kleine Grippe grassiert hier in der Kolonie. Ein paar Leute sind infiziert. Der Magnetrenner muss dekontaminiert werden. Machen wir. Spezialisten sind einsatzbereit. 9 Damage wollen wir nicht haben. Eine Wissenschaftlerin brauchen wir im Moment nicht mehr. Das zweigeschossige Haus, ja. Spezialisten einsatzbereit. Twaggen. Oh, hier gibt es nochmal was zu bekämpfen. Oder jemanden zu bekämpfen. Plündern 200%. 10 Schaden, 5 mal 50, das sind 50 Schaden. Ja komm, dann holst du uns halt noch die Jodtabletten. Er kennt ja meinen Tick. Ich kann nichts rumliegen lassen, auch wenn wir es nicht brauchen. In Survival-Spielen ganz schlimm. Das Inventar wird so schnell voll. Gorki ist fertig mit Scouten. Da gibt es Werkzeuge. Er war ein Kämpfer, glaube ich. Plündern nur 150, aber er bekommt die Werkzeuge schnell in die Hosentasche gesteckt, bekommt nur 2-mal Schaden. Das kann er machen. Bonnie fährt wieder zurück nach Sahadum. Kurzer Einflug. Kurzer Ausflug für sie gewesen. 97%. Tausend Silbermünzen. So reich waren wir auch noch nie. Meteoritenschauer müsste jeden Moment beginnen, denke ich mal. Autoextraktor ist verseucht. Einmal dekontaminieren. Danke. Die Krippe. Kommen wir in den Griff, sind nur noch 4 Kolonisten infiziert. Blaster-Auto-Extraktor muss auch dekontaminiert werden. Spezialisten sind einsatzbereit. Wallaby, der hat hier gescoutet. Tödliche Militante. Dann kann er hier oben noch ein bisschen Medikamente plündern. Hat zu tun und Belor sitzt im Auto. Wir müssen doch bestimmt dann den Bunker nochmal ausbauen. Hm? Na, mal gucken. Mutmaßungen über Mutmaßungen. Jetzt findet der Meteoritenschauer statt. Wir werden mal auf Stufe 2 schalten. 29 Kinder zurzeit. Passen immer rein. Ja, hier ist ein. Ja, wir haben mehr als genug Schulen. Das ist okay. Ich glaube, der Meteoritenschauer hält aber nicht allzu lange an. Müssen wir den Wasserturm reparieren? Eine Gruppe von Banditen schleicht sich an die Kolonie heran. Schauen wir uns gleich an. Turm müssen wir besetzen. Und auch den Wachturm dahinter. Besser ist. Wieso haben wir nur noch 1 an Energie? Weil Nacht ist. Aber die Speicher sind voll, selbst nachts. Das ist gut. Dann lasst uns mal mit den Banditen sprechen. A group of bandits have appeared at the gate, seemingly out of thin air. Wir geben nichts raus, lasst sie nur kommen. 500 Silbermünzen oder ich glaube Jodtabletten war das zweite, was sie haben wollten.
Lasst unser Tor zufrieden, ihr elenden Hunde! Industrieller Heizkörper verseucht. Es sind noch 4 Banditen übrig. Wie fast immer kommt's. Ach, der hat eine RPG hier. Oh, der ist aber vorher explodiert, oder? Ja. Der ist down. Tor hat standgehalten. 267 Silbermünzen haben wir bekommen. 45 Abfallstoffe und 5 Level 2 Kleidung. Das müssen wir reparieren. Wird repariert. 63 Beton. Spezialisten sind einsatzbereit. Gorki hier oben hat die Werkzeuge geplündert und dabei noch 75 Silbermünzen entdeckt. Sehr gut. Ab zum Auto mit dir. Die Medikamente, das ist jetzt wirklich Quatsch. Also hier uns so viel Schaden einzuhandeln, das muss jetzt nicht wirklich sein. Dann soll er mal zum Auto gehen und als Fahrer fungieren und wartet da auf seine Kumpane. Da oben ist was eingeschlagen. Wird das repariert? Ich glaube ja. Ja, ist mit dem Bereich hier. Von dem Instandhaltungswerk. Und da ist der Meteoritenschauer auch schon vorbei. Auch sehr gut überstanden, das Ganze. Die Leute können wir wieder rausholen. Und auch aus dem Turm hier. %99, Leute. Oha. Wir sind gleich bei 100% angekommen. Hier muss ein Wasserturm repariert werden. Spezialisten sind einsatzbereit. Ich glaube, wir haben es gerade erreicht. 100%. Der Weltuntergangsbunker will was von uns. Ich komme gleich ins Kleckern. Gorki und... Ja, das sind die beiden. Die beiden Fahrer sind einsatzbereit. Der Rest hat zu tun. Schaut mal hier, alles auf 100%. Hier oben muss noch ein bisschen was repariert werden. Sonst noch irgendwo ein Reparatursymbol? Nö. Gut, dann klicken wir mal rein. Bin ein bisschen gespannt. Ich nehme noch einen Schluck Limo. Muss aber erstmal noch einen Schluck eingießen. Ah, Tag 220. Ich sag, wir müssen noch irgendwas bauen. Mal gucken. Ich hoffe es irgendwo. Das Game soll noch nicht zu Ende sein. The memory of the attack on the colony doesn't fade, and many are nervous of the attackers returning. The enemy suffered heavy casualties, and so far they have opted to lay low, but there's no telling whether they'll eventually return. Projekt Tomorrow. Hab ich gerade was runtergehauen, ja? Projekt Tomorrow. Die Erinnerung an den Angriff auf die Kolonie verblasst nicht, und viele sind nervös, weil sie befürchten, erneut angegriffen zu werden. Der Gegner hat große Verluste erlitten und sich vorerst zurückgezogen, aber es ist ungewiss, ob sie irgendwann zurückkehren werden. Der Weltuntergangsbunker ist fertiggestellt. Es ist eine große Leistung für Menschen, die vor nicht allzu langer Zeit noch in Zelten gelebt und Abfälle für Nahrung durchstöbert haben. Vielleicht war das der Grund für den Angriff. Die gegnerische Fraktion hatte Angst, dass sich im Ödland eine aufstrebende Macht erhebt. Jemand, der ihr entgegentreten kann. Sie hatten recht. Aktiviere den Bunker, um permanent alle Katastrophen anzuwenden. Ich schätze mal, das soll abzuwenden heißen. Bis auf Winterstürme. Aktiviere den Bunker. Quest complete.
Das ist fertig gebaut. Opening the doors into the Doomsday Bunker is a symbol for a new beginning. Reaching this goal demanded many sacrifices, but the hope for something better pushed everyone forward, even during the darkest times. Now it is finally done, and a deafening cheer echoes through the colony. Parents hug their children, choked up from the thought of feeling safe and protected from the hostile world. This is just a single step towards a better future, but its impact reaches even the outskirts of the wasteland. For once, tomorrow looks bright. Neue Dämmerung. Das Öffnen der Bunkertüren ist ein Symbol für einen Neuanfang. Das Erreichen dieses Ziels hat viele Opfer gefordert, aber die Hoffnung auf ein besseres Leben hat alle selbst in den dunkelsten Stunden vorangetrieben. Nun ist es endlich soweit und ohrenbetäubender Jubel schallt zum Himmel. Eltern umarmen ihre Kinder, zu Tränen gerührt darüber, dass sie endlich sicher und geschützt vor dieser bedrohlichen Welt sind. Dies ist nur ein einziger Schritt auf den Weg zu einer besseren Welt, aber seine Wirkung reicht bis an den Rand des Ödlands. Und endlich sieht die Zukunft wieder rosig aus. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptquest-Reihe abgeschlossen und deine Kolonie ist jetzt vor den meisten Katastrophen sicher. Du kannst deine Kolonie weiterbauen oder zum Hauptmenü zurückkehren. Fortsetzen? Spiel verlassen oder weiter? Leute, ich will jetzt das Achievement doch noch bekommen. Es ist nur noch ein Achievement. Kommt, weiter. Diesen einen Meilenstein wollen wir uns noch gönnen hier. Grün geht vor. Wir werden uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren. Alles andere ein bisschen, ja, sag ich mal, an den Rand drücken. Wir fangen jetzt an zu desen auf Sächsisch. Handelskonvoi ist eingetroffen. Ist unser Schnuppe. Wir brauchen ja nichts mehr. Wir haben alles. Uns geht's blendend. Wir haben den Weltuntergangsbunker. Was willst du mehr? Wir sind safe vor allen Gefahren, außer Winterstürmen. Survivor sind am Gate. Schauen wir uns gleich an. Wir können noch ein paar gebrauchen. Ein paar Leute. A ragged bunch shuffled slowly. Drei Kinder. Ja, kommt, nehmen wir auf. Mit ein bisschen Mais und ein bisschen Kohl. Spezialisten sind einsatzbereit. Mission complete. Er hat 49 Benzin und 233 Silbermünzen geplündert. Wir pimmeln jetzt hier auch nicht lange rum. Job done. Er hat hier 40 Medikamente und 391 Silbermünzen geplündert. Ups. Alle zurück nach Sahadum und das Archivment abschließen. Und dann haben wir tatsächlich das LP beendet. Ich kann ja jetzt schon so ein bisschen mit einem kleinen Fazit anfangen. Also mir hat das Spiel, muss ich zugeben, ich mag ja sowieso das ganze Thema so Apokalypse, wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mir aber schon vor einiger Zeit so überlegt, hat mir das mehr Spaß gemacht als Surviving Mars? Das Thema mag ich halt auch, ja. Planeten besiedeln, kolonisieren, Aufbaustrategie ohnehin. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ganz so viel Spaß wie Surviving Mars hat es mir nicht gemacht. Aber ich finde es trotzdem Spitzengame. Es macht Spaß. Oder es hat mir Spaß gemacht. Nur nicht ganz so viel wie Surviving Mars. Gut. Sonst noch irgendwo hier oben einer? Hm. Ja, doch, da war noch jemand. Die gute Zari. Ebenfalls 33 Antibiotika geplündert und noch ein bisschen ein paar Silbermünzen. Aber wenn euch Surviving Mars gefallen hat, dann gefällt euch das hier auch auf jeden Fall. Was? Kolonisten werden angegriffen? Von wem denn? Ui! Da ist ein Sandwurm noch über. Aha. Bin mit dir, Ibis. Ach, da war eine mit dabei, ist mir gar nicht aufgefallen. 12 Damage, naja. Besser als nix. Ja, der Kolonist schnackelt's nie, oder? Der rafft's nie. Wir schaffen's. Wow. Da hat's ein Auge für die Bonnie. Yep. Sandwurm-Kadaver, bitte plündern. Heizkörper ist verseucht.
Halt. Da. Das ist fast abgetragen. Dann haben wir hier noch einmal Verschmutzung. Und hier oben. Das ziehen wir durch jetzt, Leute. Eiskalt wird das durchgezogen. Verschmutzung ist aufgebraucht. Dann bitte hier oben jetzt die Verschmutzung. Spezialisten einsatzbereit. Ja, das sind die zwei hier. Und sie plündert halt noch. Wie lange braucht die denn noch? Ein Tag. Alles im grünen Bereich. Fünf nimmt eine Person immer weg. Von der Verschmutzung. Schutzräume 13 noch übrig. Ich würde sagen, wir bauen hier auch noch ein Haus hin. Wenn es noch hinpasst. Bauen auf die andere Seite. Passt noch hin. Straße verlängern und mal den Turm mit anschließen. Spezialist in Gefahr? Nee, das hat man eigentlich. Ja, so berechnet, dass die das überlebt. 38 Jodtabletten und 204 Silbermünzen geplündert. Na klasse, die haben vergessen jetzt hier. Die sind schon abgefahren. Die sind ohne sie gefahren. Ja, gut, dann begib dich mal in deren Richtung und dann sollen die dich einsacken. Ich hoffe, ich denke da dran. Ja, die warten. Dein Sägewerk hat plötzlich die Produktion eingestellt. Es stehen harte Verhandlungen bevor. Was ist denn da los? Arbeitsrecht. Sagt mir noch gar nichts, das Event. Ein Arbeiter im Sägewerk hat sich an einer Maschine festgebunden. In der Hand hält er drohend eine riesige Schaufel und steht bereit, damit jederzeit das rotierende Sägeblatt zu verkeilen. Ich habe die Schnauze voll davon, den ganzen Tag für einen Hungerlohn zu ackern. Ich will angemessen bezahlt werden. Wie früher, ruft er. Versuche, den Mann abzudrängen, verweigere die Bezahlung oder ihm 40 Silbermünzen geben. Wir geben den 40 Silbermünzen. Widerwillig werfen die anderen Kolonisten Geld für den Mann zusammen, weil das Sägewerk am Laufen zu halten in ihren Augen wichtiger ist als ein paar Münzen. Der Mann nimmt das Geld an und kann kaum glauben, dass seine Forderungen erfüllt wurden. Das Sägewerk wird wieder in Betrieb genommen, obwohl niemand sicher ist, ob dies auf lange Sicht die richtige Entscheidung war. Wir verlieren 40 Silbermünzen. Wasser nimmt ab, dann werden wir ganz einfach noch ein bisschen was dazu schalten. Einbrecher, Paranoia. Hier. Based on old newspaper gossip, a local old world merchant was so paranoid about being robbed, that she had made secret compartments and traps in her shop. To hide anything valuable. Es kommen ja immer wieder neue Updates dazu und zurzeit kann man, glaube ich, auch ein neues DLC erwerben. Ich habe vergessen, wie es heißt. Und durch die neuen Updates, vielleicht kommen da auch immer wieder neue Events dazu. Kann natürlich durchaus sein. Einbrecherparanoia. Es ist verständlich, dass die Postapokalypse die Paranoia mancher Menschen auf die Spitze treiben kann. Aber eine Geschichte stellt alles andere in den Schatten. Anscheinend war eine einheimische Händlerin aus der alten Welt so paranoid, dass sie einen Tresor hinter ihrem eigentlichen Tresor versteckte. Bitte was? Um nicht ausgeraubt zu werden. Ihr seit langem verlassener Laden ist nicht allzu weit entfernt, so dass es sich lohnen könnte, zu überprüfen, ob dieses Märchen tatsächlich wahr ist. Ja, wir suchen den Laden auf. Also die Quests machen wir jetzt hier noch, auch wenn wir
rum, also das Game jetzt schnell zu Ende bringen wollen. Zweigeschossige Haus ist fertig gebaut. Upgraden, jawohl. Es fehlt schon wieder an Unterhaltung. Aber es sind halt auch über 200 Leute. Über 600 vegetarisch essen, über 300 Fleisch essen. Fertig mit Plündern, 39 Medikamente und 255 Silbermünzen. Ach, hier passt niemand mehr mit rein, oder? Dann braucht die da gar nicht nach oben kommen. Wir hatten da dann nur ein Dreierauto losgeschickt. Ja, dann hat sie Pech. Dann muss sie zu Fuß nach Saratum laufen. Ach, die Arme. Aber so weit ist das noch nie. Komm schon, Dragon. Ja, das schaffst du locker. Sorry, can't do that. In 6 Tagen bist du dort. Was kennst du da? Ach so, weil du keine Yes. Bewegungspunkte hast, aber sie läuft nächste Runde dann in die Richtung. Einbrecher, Paranoia. Am besten wir schicken dann einen Plünderer hin. Haben wir gerade keinen. Doch hier, Ibis, die neue. Wir schicken Ibis hin, um die Quest zu machen. Keine freien Träger übrig. Joa. Wir brauchen mehr Migration. Unterkünfte sind jetzt 27 vorhanden. Die Lagerhäuser sind brechend voll. Seht ihr das? Dann müssen wir ein Lagerhaus bauen. Nützt alles nichts. Lagerhaus, Lagerhaus. Holzfällerlager. Ach, hier war's. Ein allgemeines Lagerhaus. Ja, war das ins Lagerviertel? Ist so eine gute Stelle, aber passt leider nicht hin. Aber hier passt's hin. Perfekt. Zwar direkt neben Autoextraktor, aber gut, was soll's. Fahrzeug ist einsatzbereit. Ah, Leute, ich glaube, wir werden noch eine Folge machen. Das Achievement wollen wir uns noch holen. Das gönnen wir uns noch. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentare, ist da rechts oben gibt es einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen. Und dann werden wir wahrscheinlich als allererstes auch gleich da oben die Quest machen in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.